So, herzlich willkommen bei dem nächsten Let's Play von Yoshi's Island. Wir gehen mal schnell zur Sache und beginnen die nächste Welt. Don't panic. Donut panic. Es gibt gefährliche Donut-Plattformen, die nach einer gewissen Zeit den Halt verlieren und herunterfallen. Sei vorsichtig! Okay, das tun wir. Danke, Ansprechtafel. Ich glaube, der meint man mit diese hier. Okay. Yep, alles klar. Die fallen runter. So, oh Mann, das macht doch immer Spaß, so ein eigenes Karussell zu fahren. Und dann beginnen wir mal. Genau das Richtige für den Baby. Da gibt es noch einen Bonus. Den nehmen wir uns gleich mal mit. So, springen wir nochmal rauf. So. Ja, macht mal ein bisschen schneller hier. So, springen wir mal weiter. So, wo sind wir denn nun? Okay, sieht wohl so aus, als hätten wir keine. So, müssen wir noch ein paar runterschlucken hier. Oh, das war ein bisschen zu spät jetzt, aber was soll's. Oh, da fliegt uns das Baby weg. Das müssen wir schnell wiederholen. Aber das haben wir schnell wieder eingeholt. So, wo sind wir denn nun? Ach, hier sind wir jetzt. Ja. Ja. Hey, nicht so schnell. Wir sind ja erstmal. Okay, da kommt wieder so ein Karussell. Ist hier noch was? Nein, eigentlich nicht, aber ein paar gute Münzen sind hier immer noch. So, wo sind wir nun? Wir müssen aber nach oben. Okay. So. Jupp, den einen hätte ich eben auch mit Yoshi ein Yoshi-Ei machen lassen. Aber wurde ja nichts draus, wie ihr seht. Okay, fressen wir noch ein paar. Man sagt mal, Yoshi sei ganz zahm, aber irgendwie sind die das nicht. Ja, das wurde nichts. Und da haben wir auch schon das Ziel. Das ging schneller als erwartet. Und lass uns mal einen Bonus bekommen. Was für einen Bonus kriegen wir denn? Kriegen wir einen Bonus überhaupt? Jawohl, wir kriegen einen Bonus. Genau zur rechten Zeit, um das Video noch ein bisschen zu füllen. Denn ich wollte ja immer pro Level ein Let's Play machen. Ob ich das schaffe, weiß ich nicht. Ab und zu kann es ja mal ab und zu mal länger dauern. Aber was soll's. Weiter geht's. Karten schnipseln. Platziere den Cursor und drücke einen beliebigen Knopf, um die Karten aufzudecken. Wenn du eine Kamek-Karte erwischt, gehen alle bereits gegenden Karten verloren. Du kannst das Spiel zu jedem Zeitpunkt beenden. Okay, dann beginnen wir halt mal. Jawohl, das da. Okay, das da. Oh oh. Das da. Oh oh. Das da. Ah, oh, das gibt's doch nicht. Okay, was heißt das denn? Alles klar, dann muss er wohl da sein. Hä? Sind die alle gleich? Naja, was soll's.
Jawohl, wir kriegen ein 10 ab. Das ist ja gut so. Jawohl. Genau, mal das Baby. Und wir sehen uns im nächsten Let's Play. Bis bald.